Heute haben wir ein Anwendungsbeispiel dabei, mit dem jeder von uns persönliche Erfahrungen hat. Es geht um das Thema Zutrittskontrolle und Besuchermanagement. Haben Sie jemals vor einem Geschäft oder einem Restaurant während der Corona-Zeit warten müssen, weil die maximale Anzahl an Personen erreicht wurde, die das Gebäude betreten darf? Gleiches kennen Sie vielleicht vom Erlebnispark beim Anstehen an der Achterbahn. In beiden Fällen ist es wichtig, die Anzahl der Personen zu zählen, die sich im Laden bewegen dürfen oder einen Platz in der Achterbahn bekommen sollen. An unserem Modell sehen Sie hier eine Simulation einer Zugangskontrolle in Form von zwei Lichtschranken. Diese sind verbunden mit unserem Kübler Zähler 571T. Über unseren Zähler 571T kann die aktuelle Anzahl der Personen im Einkaufsladen angezeigt werden. Betritt eine Person den Laden, wird diese Person über die Lichtschranke erfasst und ein Signal an den Zähler weitergegeben, der die Anzahl der Personen im Laden um 1 erhöht. Beim Verlassen wird wiederum die Anzahl der Personen um 1 verringert. Über das Einstellen einer Vorwahl kann die maximale Anzahl der Personen, die sich in dem Laden befinden dürfen, überwacht werden. Dies kann über einen Farbwechsel visuell dargestellt werden oder über das Schalten eines Ausgangs, der zum Beispiel das Schließen der Türe beim Erreichen des Werts regelt. In unserem Beispiel haben wir eine maximale Anzahl von 100 Personen voreingestellt. Wird diese Zahl erreicht, wechselt das Display die Farbe von grün auf rot. Der skalierte Anzeigewert kann auch über verschiedene Schnittstellenprotokolle weitergegeben werden. Wie in diesem Beispiel an eine Großanzeige zur besseren Ablesbarkeit, auch aus weiterer Entfernung, oder an eine SBS zur Protokollierung der Besucher. Für diese Applikation haben wir mehrere Zähler in unserem Programm. Die Zähler besitzen alle die Möglichkeit, die Werte anzuzeigen. Die Vorwahlzähler können zusätzlich über die Grenzwerte eine Ampelanlage und/oder ein Drehkreuz oder Türe schalten. Die letzten beiden Zähler können eine Verbindung mit einer Großanzeige herstellen, die die Lesbarkeit aus einer größeren Entfernung ermöglicht. Oder den Wert an eine SBS weitergeben, um die Anzahl der Besucher zu protokollieren. Wir freuen uns gemeinsam mit Ihnen über Ihre Applikation zu sprechen, um dann gemeinsam herauszufinden, welches die passende Zähler für Ihre Applikation sind.